Hallo aus München. Seit Anfang Juli 2019 ist Schluss. Der Freistaat Bayern zahlt bei Gebäudeschäden nach Naturkatastrophen nur noch in vereinzelten Härtefällen. Was das für Makler und Kunden in Sachen Elementarschadenversicherung bedeutet, möchte ich jetzt wissen. Ich bin verabredet mit Professor Dr. Thomas Hartung. Er hat eine Professur für Versicherungswirtschaft an der Universität der Bundeswehr. Ja, Professor Hartung, was bedeutet es denn, wenn in Bayern und vermutlich ja bald auch bundesweit der Staat nur noch in Härtefällen für Schäden aufkommt? Ja, zunächst muss man mal darauf hinweisen, dass das noch keine gesetzliche Regelung, sondern nur eine Willensbekundung war. Die bayerische Staatsregierung war die erste, die das jetzt mit einem konkreten Datum versehen hat. Zurück geht das Ganze auf einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz aus dem Jahr 2017, sodass man damit rechnen muss, dass andere Bundesländer auch folgen werden. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass die bisher gern praktizierten Hilfs- und Sofortmaßnahmen nach Katastrophenereignissen wie Überschwemmungen nicht mehr stattfinden werden, wenn sich die Regierungen daran halten. Was ist denn zum Beispiel, wenn eine Absicherung für einen Kunden schlicht nicht zu haben oder unerschwinglich teuer ist? Das wird für die wenigsten nur der Fall sein. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass 99% der Liegenschaften der Gebäude in Gefahrenregionen liegen, die ohne Probleme erschwingliche Prämien bekommen. Man geht davon aus, dass es in den meisten Fällen unter 100 Euro sein dürfte. Die paar wenigen Fälle, die tatsächlich augenscheinlich oder in ersten Mutmaßungen nach nicht versicherbar wären, könnten eventuell durch Selbstbehalte trotzdem in Prämienregionen gelangen, die den Versicherungsschutz wieder durchaus nicht gerade günstig, aber zumindest erschwinglich machen. Was muss der Vermittler darüber hinaus noch beachten? Vermittler sollten zumindest jetzt langsam im Hinterkopf behalten, dass sie möglicherweise auch aufgrund ihrer Haftungssituation den Kunden schon aufklären sollten, dass die Regierungen nicht mehr willig sind, Soforthilfemaßnahmen zu bestreiten und sollten nicht nur in den Wohngebäudeversicherungsverträgen, sondern vielleicht auch in den Hausratversicherungsverträgen nochmal nachschauen, inwiefern Elementargefahrenschutz gewährt wird. Professor Hartung, vielen Dank. Sehr gerne. Soweit von uns in Sachen Elementarschadenversicherung. Wir bleiben für Sie natürlich an dem Thema dran. Bis dahin.